Tag zusammen und seid schön gegrüßt. Es wird mal wieder Zeit für einen Proteinriegel-Test hier am ersten Weihnachtsfeiertag. Der ist nämlich tatsächlich heute. Und weil Powerbar jeder kennt, passt das ja irgendwie auch zum... eigentlich passt es nicht. Aber es spielt auch keine Rolle. Wir gucken ihn uns einfach an. Den Powerbar Protein Plus in der Sorte Chocolate Espresso. Kaffee-Proteinriegel im kleinen, feinen Format. Schmeckt er? Fragezeichen. Wir schauen es uns an. Zutaten, Nährwerte und Geschmack. Viel Spaß. Hallo zusammen und seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, zunächst einmal sei der Dank an die gute Elena von Ellis Eiswelt ausgerichtet. Ausgerichtet? Sie hat mir diesen Proteinriegel zugeschickt mit vielen anderen Sachen. Danke dafür. Und wir schauen ihn jetzt mal an. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon mal ein Powerbar Protein Plus reviewed habe. Ehrlich gesagt kaufe ich sie, glaube ich, nicht so oft, weil die so klein sind und weil sie dann irgendwie trotzdem teuer sind. Ich muss euch aber ehrlich gesagt gerade sagen, ich weiß nicht genau, wie teuer dieser Riegel hier ist. Vielleicht, wenn einer von euch gerade mal so hilfreich sein mag, dann schreibt es bitte in einen Kommentar. 35 Gramm, ich glaube so um die 1,40, 30 ist das, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, das ganze Low Sugar High Protein ist ja ganz subjektiv und wenn wir sehen, dass wir hier 31 Gramm Eiweiß haben, ist das jetzt auch nicht so high im Vergleich zu anderen Sachen, aber was sollen sie sonst draufschreiben? Durchschnittlichen, ich bin doch einfach mal ehrlich, durchschnittlich Mediate in, oder Mediate, wäre es richtig? Durchschnittlich, nee, Mediate wäre eigentlich nicht, mittelmäßig. Ist auch egal, im Protein machen sie nicht. 313 Kilokalorien pro 100 Gramm, 8,9 Gramm Fett, also ein bisschen weniger als diese Genussriegel. Polyol als Kohlenhydrate, nur 3,5 Gramm Zucker in 100 Gramm. Auch 12 Gramm Ballaststoffe. Dadurch haben wir auch meistens dann die reduzierten Kalorien. Zutaten, wo sind die deutschen? Die haben wir hier unten. Milcheiweiß, Feuchtigkeit mit Glycerin, Kohlenhydrat, Polystoff, Füllstoff, Polydextrose. Das ist eben auch ein Ballaststoff. Und bisher noch kein Kollagenhydrolysat. Süßungsmittel, Maltit, Kakaobutter, Vorbild, Kakaomasse, Emulgatoren. Ja, das ist natürlich fein. Aromen, wir haben kein Kollagenhydrolysat. Respekt, endlich mal wieder eine Marke, die es nicht verwendet, sondern eben Calciumcarcinat und Molkeneiweißisolat als hauptsächliche Eiweißquelle. Ich kontrolliere es nochmal ganz genau, ob es wirklich nicht irgendwo drin ist. Nein, nein, gemahlener Kaffee ist drin, 0,3%, also nicht nur Aroma. Soja-Eiweiß ist aber halt auch drin. Kaffeepaste, interessant. Okay, wir schauen einfach mal rein. Außen Schoki, also eigentlich jetzt nicht so spektakulär. Hier quillt schon irgendwie was raus. Zähe Konsistenz. Könnt ihr sehen. Also wirklich ein ganz einfacher Riegel eigentlich. Ob den Engelchen, oh guck mal, er guckt den Riegel an. Er möchte ihn unbedingt haben. Schokolade außen, schmeckt man, ist so, geht Richtung Vollmilch, man schmeckt aber auch die Süßungsmittel da drin. Es ist nicht zartbitter, sondern eher so ein bisschen milder. Tatsächlich gar nicht mal so süß, der Riegel. Espresso, ich weiß nicht, finde ich eher so ein bisschen, naja, hat eine leichte Kaffeenote. Aber ich finde es nicht, dass er sehr stark nach Kaffee schmeckt. Konsistenz ist wie so ein weiches Karamell. Leicht zäh, aber halt jetzt, ja, wie so ein, kennt ihr diese neuen Werther Schoff-Karamellen? In die Richtung geht es ungefähr. Oder wie diese Muku-Bonbons. Mumus oder wie sie da heißen. Eigentlich ganz okay, aber geschmacklich hätte ich jetzt wirklich mehr erwartet bei Kaffee. So als kleine Portion finde ich ganz gut. So nebenbei, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wenn ich jetzt wirklich für das Ding hier 1,30 zahle, dann sage ich nee, finde ich ein bisschen happig. Selbst für 1 Euro kriege ich so die DM-Proteinriegel. Die haben zwar Kollagenhydrolysat drin, kostet aber 1 Euro und haben 45 Gramm drin. Wobei für 1 Euro ist ja Marktriegel, wäre es dann vielleicht wieder okay. Aber viel mehr würde ich nicht bezahlen. Vor allem eben für die Sorte, weil ich wirklich hier nicht finde, dass der sehr gut nach Kaffee schmeckt. Vielleicht kann einer von euch der Community einen schönen Kaffee-Proteinriegel empfehlen. Der hier ist an sich so okay, ne? Auch von den Nährwerten ist ja ganz gut, aber Kaffeegeschmack hätte ich ein bisschen mehr erwartet, von daher nicht ganz so. Trotzdem interessant, mal wieder einen gehabt zu haben vom Powerbar. Schön auch einen Kaffeeriegel mal wieder probiert zu haben. Allgemein ist das so eine Art Riegelmarke, die ich nicht oft habe. Von daher vielen Dank an Elena fürs Probieren und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.